Leute, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, wie immer, euch geht's gut da draußen. Und zwar hat in meinem letzten Video der Andreas Hofmann oder Hoffmann, ich weiß nicht, wie man das spricht, kommentiert. Ich lese euch mal kurz vor. Servus, finde deine Videos gut und wäre super, wenn du etwas hochladen könntest, wie man einen Mix, also wie man zwei Songs ineinander mixt. Hä? Deswegen, Leute, geht's heute darum, ich zeige euch mal so die Grundlagen, wie man einen Song bzw. zwei Songs ineinander mixt, wie man einen schönen, smoothen Übergang macht. Und dazu nehme ich natürlich wieder meine GoPro, weil ich gemerkt habe, beim letzten Video hat die Qualität eigentlich einigermaßen gepasst. Deswegen werde ich wieder zu der umswitchen, damit ich euch das wieder viel besser zeigen kann als wieder mit der Kamera. Deswegen, Leute, immer fleißig schön unten in die Kommentare eure Fragen, eure ja, Anregungen, was weiß ich, alles unten reinschreiben. Ich mache dazu echt gerne Videos, ihr helft mir auch so, damit auf neue Ideen zu kommen für Videos, das heißt wie jetzt hat. Da Andreas hat sich das gewünscht, deswegen Andreas, ich hoffe, ich kann dir damit jetzt helfen. Ich wünsche euch allen natürlich viel Spaß mit dem Video und ich würde sagen, ich schmeiß das gute Stück wieder an und dann legen wir einfach mal los. Yo Leute, zurück zu dieser Perspektive, ihr müsst sie jetzt langsam schon kennen. Deswegen, heute geht's mal um die Übergänge, wie mixe ich zwei Tracks ineinander, beziehungsweise wie fade ich den einen aus und den anderen wieder ein. Und das zeige ich euch jetzt und zwar ganz einfach erklärt. Das Video wird diesmal nicht so lang wie das letzte Mal. Das andere war ja, glaube ich, an die 22 Minuten lang oder so. Deswegen heute mal ein bisschen schneller für euch erklärt. Und so viel ist damit eigentlich, oder kann man damit gar nicht erklären, sondern das ist einmal zeigen und der Rest ist einfach Übungssache. Deswegen gebe ich euch noch ein paar Tipps, ja, so Art Lifehacks oder DJ-Lifehacks mit, wo ihr einfach viel, viel leichter euch tut beim Mischen bzw. beim Reinfaden, beim Ausfaden. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Punkt 1, für die Leute, die zu Hause anfangen wollen zu üben, sucht euch Tracks bzw. ladet euch Tracks runter, wo der Track bzw. mit einer Kick anfängt. Das sieht man meistens hier, wenn hier schon so große Ausschläge sind auf der Waveform, dann meistens hat es zu bedeuten, dass es eine Kick ist. Ich kann ja mal kurz schauen, wenn ich zurückspule. Moment. So, ich muss mal den Kopfhörer kurz ausmachen. So, jetzt müsstet ihr gleich eine Kick hören. Genau, hier ist die Kick. Ich hoffe, man hört es einigermaßen. Und das meine ich damit, das heißt, sucht euch immer, ich mache mal die Großansicht, sucht euch immer Tracks mit am Anfang so einer Kick, beziehungsweise tut sie euch viel leichter, weil, das werde ich euch gleich mal zeigen, weil es gibt manchmal auch Tracks, die sehen dann so aus, vielleicht kann man sehen am Anfang keine großen Ausschläge, das heißt, es wird langsam und dann kommt erst der Drop. Der Song wurde halt so gemacht, dass er langsam anfängt und immer krasser wird und hier ist es halt genau das Gegenteil. Hier fängt er gleich am Anfang schon mit einer Kick an und hier zum Beispiel nur mit dem Keyboard. Deswegen schaut es am besten, so komisch dass sich das jetzt anhört, schaut es am besten immer nach einem Song oder was ihr abspielen wollt, wo am Anfang eine Kick ist, weil, beziehungsweise ich zeige euch gleich warum, weil ich kann ja mal den anderen Track kurz abspielen, da werdet ihr gleich hören, dass keine Kick dabei ist. Moment, ich muss mal kurz lauter machen. Hier könnt ihr es hören. Hier ist jetzt zum Beispiel nur so ein Keyboard und irgendwelche Instrumentals. Das heißt, keine Kick. Reicht schon wieder. Und genau, jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal mit dem Übergang, wie das überhaupt funktioniert. Also ich lade ja hier ganz normal Deck 1 den ersten Track rein. Ihr seht es hier, hat es auch schon am Anfang wieder eine Kick. Am Anfang zwar leiser und dann immer lauter, aber trotzdem ist eine Kick dabei. Und mein zweiten Track hat natürlich auch eine Kick. Das heißt, ist eigentlich top. Zum Einfaden, weil ich spule jetzt mal vor und zwar bis hier hinter, weil man eigentlich, oder ich kann euch ja mal kurz sagen, wie der Song aufgebaut ist. Also am Anfang meistens sind Kicks, dann kommt noch vielleicht Claps dazu, also so, sozusagen Klatschen, dann wird es leise hier, dann kommen hier irgendwelche Melodien, sei es Keyboard, sei es Gitarre, egal was, oder Stimme nur, und meistens ist das in der Mitte hier immer so der Drop, das heißt, das ist der Höhepunkt von dem Song, hier passiert am meisten, hier fangen die Leute an zu tanzen und dann seht ihr, hier wird es wieder leiser und hier wird es dann wieder laut und am Schluss kommt dann wahrscheinlich nur noch Kick and Clap, also die Kick und das Klatschen und am Schluss nur noch die Kick. Und deswegen switche ich für euch jetzt mal ein bisschen vor, weil ich will ja,
beziehungsweise ich mache die Übergänge immer am Anfang von dem Lied, beziehungsweise kurz bevor das Lied zu Ende ist, fade ich den Track sozusagen rein. Genau, auf jeden Fall, voilà, switche ich jetzt den Track ziemlich am Ende. Hier ist zum Beispiel noch meine Kick, beziehungsweise der Höhepunkt von dem Song. Und am Schluss, Moment, jetzt kommt meistens nur noch eine Kick und eine Clap und eine Hi-Hat. Das heißt, jetzt müsstet ihr schon hören, dass der Song langsam zu Ende ist, beziehungsweise hier seht ihr es ja. Und da hätte ich schon längst, beziehungsweise Moment, ich zeige euch das mal kurz. Da braucht ihr natürlich auch ein bisschen Gefühl, damit ihr ja mitbekommt, wann ihr einsteigen müsst. Und zwar steige ich genau jetzt ein. Warte mal, ich mache das nochmal größer für euch. Ich hoffe, man kann es einigermaßen hier erkennen. Hier ist der Part und jetzt geht es nur noch zur Kick. Also das heißt, ich steige genau, Moment, hier ein. Da müsst ihr natürlich hier ein bisschen üben, dass ihr einen schönen Übergang macht. Ich kann es euch jetzt mal kurz demonstrieren. So, den Track, der läuft jetzt. Jetzt bin ich kurz vorm Ende. Das heißt, ich drücke auch den anderen Cue-Button, damit ich beide Tracks vorhören kann. Und Effekte lasse ich jetzt nochmal weg, weil es am Anfang ein bisschen schwierig ist, damit noch Effekte mit einzubinden. Deswegen mache ich hier auf jeden Fall die mittleren Höhen oder Töne wieder auf Viertel, wie ich euch im letzten Video gezeigt habe. Und jetzt drücke ich diese Cue-Taste, damit ich einfach ein Gefühl bekomme. Und jetzt steige ich ein. Ihr werdet zwar jetzt noch nichts hören, weil ich jetzt noch über den Kopfhörer anpassen muss. Und jetzt passt der einigermaßen und jetzt fade ich den langsam mit dem anderen rein. Und jetzt müsste man schon den Übergang hören, genau. Das heißt, den fade ich rein. Ich habe es natürlich nicht auf volle Lautstärke. Und dann kurz vorm Ende drehe ich den nach oben, das heißt wieder auf Standard und den mache ich leise. Und habt ihr gesehen, ein wunderbarer Übergang, total easy. Und bis ich das drin hatte, musste ich natürlich auch einiges lernen. Und das ist eigentlich immer so, ich kann euch ja nochmal einen Track zeigen. Hier zum Beispiel ganz, ganz schwierig hier irgendwie einen Track anzufangen, weil hier niemals, beziehungsweise erst hier hinten, eine Kick kommt. Deswegen sucht euch, wie gesagt, als Anfänger immer Tracks raus. Gut, können wir immer schön kurz vorhören. Hier ist auch am Anfang keine Kick. Das heißt, den können wir auch schon mal vergessen. Gehen wir hier hin. Hier haben wir auch keine Kick. Das sind natürlich alles Songs nur von, also die no copyright sind. Das heißt, ich kriege hier keine Strikes oder sowas, damit ich euch das auch in Ruhe zeigen kann. Und hier haben wir auch keine Kick. Das ist nur eine Clap. Und irgendwo müssen wir doch mal eine haben. Hier sieht es doch wunderbar aus. Hier, der sieht ungefähr identisch aus wie der andere. Am Anfang wieder die Kick. Ich hoffe, man kann es wieder erkennen. Und auf der Seite natürlich auch wieder am Anfang die Kick. Das heißt, es harmoniert schon wieder super zusammen. Deswegen, oder beziehungsweise man kann hier super Übergänge machen. Ich kann es mal kurz abspielen. Ihr merkt, hier ist schon eine Kick dabei. Und ich würde so ungefähr... Moment... würde genau hier hinten einsteigen und zwar genau jetzt, weil jetzt nur noch das Lied ausfadet. Das heißt, ihr müsst immer einen richtigen Moment erwischen. Ich fade ihn immer am Ende aus, das heißt immer schauen, wann passt es am besten, wann nicht. Es gibt auch Leute oder DJer, ja, ihr wisst schon, was ich meine, die faden zum Beispiel beim Drop schon ein, das heißt ungefähr in dem Part, beim zweiten natürlich. Und zwar genau, jetzt kommt ja der Höhepunkt vom Song, wo dann alle anfangen zu tanzen. Und zwar steigen die genau da ein. Jetzt habe ich selber gerade verpasst. Da, genau da steigen sie ein und dann faden sie den anderen raus. Aber es ist ein bisschen schwierig, weil dann läuft ja der Track noch etwas länger, als wie wenn ich da hinten bin. Und ja, ist halt einfach, wie gesagt, eine Übungssache. Ich wollte euch das nur mal so grob erklären, wie das so funktioniert, wie ich das mache. Und ich hoffe, ich konnte das, wie gesagt, ein bisschen ja, verständlich erklären. Ja, Leute, ich hoffe, wie gesagt, ich konnte es euch ein bisschen verständlich erklären. Es ist zwar immer schwierig so, wie macht man Übergänge? Ich muss hier alles selber halten mit der Kamera. Aber wie gesagt, ich hoffe, das passt. Ich konnte dem einen oder anderen ein paar Fragen
oder beziehungsweise ein paar ja, Tipps geben, wo er sich jetzt leichter tut, irgendwelche Übergänge zu machen. Das Ding ist, das Wichtigste, ihr müsst immer üben. Okay. Weil wenn ich euch das jetzt nur so vor der Kamera erzähle, werdet ihr das beim ersten Mal bestimmt nicht hinbekommen. Ich musste das selber üben, ich habe mich selber, wie gesagt, mit dem Controller erstmal vertraut. Musste ich mich erstmal anvertrauen, genau, das Wort habe ich gesucht. Und genau, habe mir das selber beigebracht, weil ich wusste zum Beispiel, wie gesagt, nicht, wo sind die Effekte, was bedeuten diese Regler. Das habe ich mir alles selber beigebracht. Deswegen Leute, wenn ihr aktiv dahinter sein wollt oder was erreichen wollt, hockt euch hin, übt, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Bock habt, und dann kommt es von allein, ihr kriegt dann ein Gefühl damit, wie man so auflegt, wie man Übergänge macht. Und sonst gibt es eigentlich nicht vieles zu erzählen. Wie gesagt, ich wollte das Video ein bisschen kurz halten, bin schon wieder bei 13 Minuten. Und in diesem Sinne, Leute, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao!